Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unepic. So, wir haben im letzten Part viel erfahren. Wir haben unsere Aufgabe bekommen von einem kleinen Drecksgnom. Und wir haben ein Offer bekommen, ein Angebot, die Macht des Feuers zu beherrschen. Gut, soll mir recht sein. Und wir müssen dazu einen Haufen Zeug sammeln. Das machen wir jetzt. Da geben wir uns jetzt. Er kommt runter. Immer mal chill. So. Aber mit chill ist es nicht getan. So. Eine Axt. Die werde ich mir krallen. So. Eine Axt. Was steht hier auf dem Schild? Nicht im Aufzug herunterspringen. Gefahr des Absturzes. Interessiert mich sowas von gar nicht. Ich habe keinen Feuerschaden. Ui, er schläft. And bam, bam, bam. Level up. Elfisches Ohr. Sehr schön. Keiner mag Elfen. So. Dann wollen wir hier nochmal weiter gucken. Oh, wieder was Schönes. Was ist hier drin? Ring des der Präzision des Schützen. Schön. Rolle der Nahkampfmeisterschaft. Okay. Sehr interessant. Wollen wir uns das auch gleich angucken? Da stehen Haare von dem Ohr ab. Ja. Yeah. Okay. Wir haben eine kleine Axt mit 40 Schaden. Das ist ja gar nichts. Ja gut, die ist nur 91% Zustand. Also, nee. Das ist wahrscheinlich dasselbe wie oben. Bringt ein bisschen Knete, aber... Wurscht, Dinger Sepp. Soll mich jetzt nicht weiter interessieren. Aufgaben haben wir eigentlich noch. Die Feuerschmiede, nur das da. Okay. Dann ist das Ganze missionstechnisch wenigstens übersichtlich. So. Müssen wir hier langen, weil ich kann da darüber nicht hin, weil ich bin zu voll auf den Aufzug zu warten. Und da sieht mich gleich der Kollege. So. Sehr schön. Waren das echt schon 100 Monster? Wahnsinn. Wir sind ein Massenmörder. Wir sind der Overkill. Und pam, pam. Langsam geht das ja mit dem Viecher töten. Recht anständig. Ja genau, ich habe den Ring vergessen. Verdammt. Vielleicht kriegen wir noch alle, bevor sie herkommen. Ich verstehe, warum viele Leute die Fernkämpfer für Feiglinge halten. Na gut, den Ring darf ich jetzt nicht ganz vergessen. Da ist er. Ausrüsten. So. Lüt an. Ich schreib's mit T. So. Passt. Soweit, so gut. Noch mehr. Was ist hier drin? Trank der Regeneration und sogar ein mittelgroßer. Sehr gut. Oh. Der ist jetzt aufgewacht. Wir waren zu laut. Das passt mir jetzt gar nicht. Du kannst ruhig weiter pennen. Habe ich kein Problem. Und pam, pam, pam. Ein Speer. Naja. Naja. Was ist das hier? Münzen. Ein bisschen Geld schadet nie. Vor allem, wir haben jetzt 112. Bald können wir uns die Muschel leisten. Hammer des Schmieds. Passt. Erster Aufgabengegenstand erhalten. Sehr schön. Was ist das hier oben? Eine Lampe. Und damit ist der Raum ausgeleuchtet. Sehr schön. Man macht es immer der Vollständigkeit halber. Man hat immer das Gefühl, man hat was verpasst. Aber gut. Dann wollen wir hier mal rüber dackeln. Wir überspringen eigentlich einen Großteil damit. Aber gut. Müssen wir halt beim Rückweg mehr machen. Komm schon. Man muss hier gerade, was diese längerfristigen, negativen Buffs betrifft, echt vorsichtig sein, weil gerade Feuer, Gift und sowas, das ist hier in dem Spiel echt böse und wir haben momentan nicht besonders viel Tränke. Und das wäre doch ein wenig schadhaft. So. Ich glaube, ich bleibe lieber beim Schwertchen. Aber da unten scheint so ein kleines Mädchen zu sein. Oder zumindest verlassen die Zöpfe darauf hinweisen. Nein. Erst mal mit der Ruhe. Aber was hier gerade gut ist, man lässt sich hier recht anständig die roten Essenzen farmen. Aua. Komm schon. Aua.
Stopp. Was das Miese daran ist, diese Herzchen können auch von den Gegnern eingesammelt werden. Das heißt also, wenn ich hier auf einen Haufen so viele Viecher umbringe, dann sammeln die ihre eigenen Herzen auf. Finde ich jetzt nicht so pralle. Aber gut. Fügt ein wenig Fairness hinzu. Aber wie praktisch ist das? Lässt sich hier richtig schön farmen. Ein kleiner Rubin. Soll mich jetzt auch nicht stören. Stirb, du Drecksviech. Doofe Ameise. Das ist hier echt super Farm. Gut, normalerweise wollte ich ja diese ganzen Farmgeschichten ja off-cam machen. Aber es bietet sich ja geradezu an, vor allem weil es hier so direkt auf dem Weg ist. Es kommt anscheinend nichts mehr raus. Daher. So. Nehmen wir auch den weg, schalten dann den Bogen, um dann die Schlange mal eins auf den Deckel zu geben. Ich finde es ja witzig, wie die Flugkurve ist. Der muss entweder Unterarmmuskeln wie ein junger Gott haben, oder die Physik ist fucking programmiert. Und wie viele rote Essenzen brauche ich noch? 12 Stück, Wahnsinn. Bin hier noch ganz Eck beschäftigt. Ach, das wird doof. Kann ich das nicht mit dem Bogen machen? Wirklich nicht. Doch. Ha! Perfekt. Ich bin zwar ein Michael Jackson der Schwebegeschichten hier dann, aber es funktioniert. Na, komm schon. Naja. Ich finde es ja witzig, wie du deinen Kopf in die Decke stecken kannst. Wunderschön, auf jeden Fall. Für 8 Münzen. Yeah. Aber gut. Hab ja nichts riskiert, außer ein paar Pfeile. Oh, rote Essenzen. 10 Stück. Erleichtert mir das Farmen. Okay, das ist nichts. Das heißt also, so weniger, desto besser? Fragezeichen? Punkt oder Komma? Ich weiß nicht. So, dann gehen wir mal eine Ecke tiefer. So, und schon wieder eine Schlange. Wie gesagt, man muss hier gerade mit diesen Poison-Geschichten extrem aufpassen. So, Auge einer Schlange. Wofür, für welchen Trank das nochmal braucht, bin ich mir auch nicht mehr sicher. Oh, ein Laden. Wie praktisch. Aber jetzt müssen wir uns erstmal in diesen ganzen Kobolden, Fragezeichen, vorbeischleichen. Diese widerlichen Maden. Ja, dieses Spiel lässt sich eher ungern offen. Macht es irgendwie nicht. Komisch. Ich habe keine Pfeile mehr! Shit. Ja, okay, dann halt einfach Nahkampf. Ich muss hier übrigens ein bisschen aufpassen. Genau deswegen. Ja, shit. Ja, ich finde es ja echt fies, dass sich hier diese ganzen Negativ-Potions und so weiter stacken lassen. Das heißt also, sie sind teilweise echt böse. So, ich muss immer meinen. Der Geist formen, naja. Ich muss immer irgendwie mein Leben im Auge behalten, denn wir haben momentan keine Tränke da. Regeneration. Na, da muss ich aufheben. Na, die Vergiftung, die dauert noch zu lange. Ancora Bash Zera, your health has been restored. Game saved. Mit den Münzen wird das jetzt auch nichts, weil ich brauche noch 80 Stück, dann bin ich so weit, dass wir uns in die Küche zurückbeamen lassen können, aber das wird noch eine kleine Weile dauern, zumindest so, wie es jetzt theoretisch aussieht. Die roten Essenzen haben wir jetzt zwar fast alle beieinander, daher ist es relativ, geht eigentlich relativ gut. Na, hier war es noch nett. So. Nein! Zu weit. Ich bin zu weit gegangen, oder? Bin ich das? Fragezeichen? Nein, passt. Dann wollen wir die Jungs hier mal vom Hals schaffen. Rüstung beschädigt. Sehr doof, wenn du mich fragst. Was zur Hölle ist das? Schutt. Schönes Zeug zum Angucken. Nicht weiter interessant. Aber da oben ist eine Kiste. Die will ich haben. Ja. Spüre mein Schwert, elende Kreatur. 17 magische Essenzen, das ist hier neu, dass das so viel hier ist. Das, ich erinnere mich, dass es damals, wie ich es gespielt habe, nicht so angenehm verteilt war.
Aber gut, das Spiel ist ja nach wie vor, wird noch nach wie vor gepatcht. Zwar nach meinen Erfahrungen relativ selten, aber es wird konstant weiterentwickelt. Ist bis dato eigentlich auch recht schön spielbar. Okay, fügt Orks zusätzlichen Schaden zu. 31 ist Bullshit. Lieber allgemein schlechteren Schaden oder allgemein besseren Schaden als einmal spezieller Schaden. Bei Orks gibt's zwar hier in der Mine zum Saufuttern, aber nee. Dann wollen wir uns den Laden mal angucken. Nice, Pilze. Wer bist du? Umpaue Tuna, me hails for customer. Ja, Bumblebee Tuna. Me hails huge guy. Me name Umbuntu, great warrior of the Wachati tribe. My name is Livingstone. What's an African warrior doing here? Great God Shikaka sent Umbuntu to castle. I see. But you're a human, aren't you? You look like an African from my world. Me not human. Me great warrior of the Wachati tribe. Hey, that's a cool weapon collection you got there. You got any free samples? Umbuntu not gives. Umbuntu sells. War Livingstone nicht auch ein Betriebssystem? Weil Ubuntu ist ein Betriebssystem und Livingstone nicht auch? Auch eins auf Linux? Egal. Gucken wir uns mal die nette Dame hier hinten an. And welcome. My name is Fedora and I am a high sorceress from Galida. My God, you're yummy. You are mistaken. I am not edible, but I can sell you my magical items. Hey, do you wanna knock boots? I am not wearing boots. I mean, I'd really like to, get busy, you know? Well, if you have things to do, I do not wish to bother you. Come back when you have some time. Ja, die englischen Texte waren jetzt ein bisschen was anders, aber war auch nett. Beides zumindest war lustig. ich finde das sowieso schon ulkig, was so manche... Ja, gerade in Anime ist es das schön zu beobachten, wenn du merkst, dass der sich in ein... Was war das nochmal? Alien von weiß Gott was verliebt, aber egal. Gucken wir mal, was die so anzubieten hat, mal abgesehen von ihrem, von ihrer Backware. Ja, Feuerbolzen. Den einzigen Feuerbolzen, den hat, ist er danach, aber gut. Ogerstärke, Trankrezept, Fallenentdeckung, Giftreduktion. Alles eher uninteressant. Ich hab hier eine Unterhose für dich. Was sagst du dazu? 40 Münzen, die macht ein gutes Angebot. Ja, ich will nicht wissen, was sie damit macht. Und was ist das hier von deinen Kollegen? Scheint die auch wertvoll zu sein. Waffen 14, und was gibst du für Waffen? Nur mal um Preisvergleich zu machen. Auch 14, das heißt also, es ist vollkommen wurscht, bei wem ich es verkaufe. Soll mir recht sein. Streitkolben Stufe 7. Holla, die Waldfee. Die sind erst Stufe 3. 174 Schaden. Das ist ein bisschen komisch, dass wir den jetzt schon haben. Ach nee, das ist der Hammer des Schmieds. Das ist Questaufgabe. Ja, schade. Warum müssen Questgegenstände, die man nicht wiederbekommt, immer so gut sein? Warum? Okay, aber leichter Speer des Ork-Schlachtens. Zahlen wir 8. Schau mal her, eine Unterhose ist mehr wert als das da. Selbst ein Ohr ist mehr wert als das da. Hört wenigstens einer zu. Aber gut, ein leichter Speer 14 ist auch uninteressant. Weg damit. Wir brauchen Knete und wir haben jetzt genug Knete, um uns die Muschel zu leisten. Da müssen wir nachher gleich hintergehen. Kann gegen guten Preis verkauft werden. 40 Münzen, sehr schön. Pro Stein, also ein Zehner. Nicht besonders viel, wenn du mich fragst. Für Rubine zahlt man heute mehr. Ja gut, vielleicht waren es einfach irgendwelche popeligen Reste oder sowas. Gut gekaut kann Trankzutat sein. Naja. Eher uninteressant, was jetzt noch so kommt. Wieder gut gekaut. Alle Trankzutaten leiten sich mit diesem Spruch ein, gut gekaut. Ich würde sowas nie in den Mund nehmen, wenn du mich fragst. Okay, sie kann Ringe reparieren. Okay, was Bogen? 5 Münzen. Ah, ganze Punkt mehrer. Okay, sehr schön. Auch wieder ein Punkt mehr. Noch schöner. Was kannst du reparieren? Ach genau, du reparierst den Streitkolben.
Der Streitkolben, 44, eine Münze, ein Punkt mehr, sehr schön. Rüstung und so weiter rüstest du nicht auf, ne? Ach ja, weil er über 100% ist und so, ne? Ja, schade. Über guter Zustand. Wollen wir gleich in die Küche sackeln oder warten wir damit noch? Gute Frage. Ist denn Sippo eigentlich nicht wirklich zu heiß? Muss ich das wieder fragen? Vielleicht hinterfragen maximal. Aber gut. Gut, da wir sowieso nachher in die Küche müssen, bewegen wir uns schon mal in die richtige Richtung. Ancora Bosch Zera, your health has been restored. Game saved. Und der Part auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part auch dabei. Fertigott.